Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 28 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19 aus 19 zu 5472 aus 19, und erteile als Erstes der Berichterstatterin Frau Ravensburg das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6235 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke schön, Frau Ravensburg, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Debatte. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und Herr Dr. Bartelt für die CDU-Fraktion hat als Erster das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten schicken, freuen sich auf den 1. August. Der Besuch von 6 Stunden täglich wird dann beitragsfrei. Das ist für alle Eltern eine massive Senkung des Beitrages. Die meisten Eltern müssen gar nichts mehr bezahlen. Alle Eltern, deren Kinder 3 Jahre den Kindergarten besuchen, sparen 5.000 €. Das sind 93%. Das ist für die meisten jungen Familien sehr, sehr viel Geld. Das kommt auch den Kindern zugute. Mehr Familienausflüge, dem Wachstum angepasste Kleidung, pädagogisch sinnvolles Spielzeug. Ja, Sie lachen darüber, aber für viele Eltern ist das eben eine existenzielle Frage, nicht? Für die Beitragsfreiheit sind im Doppelhaushalt 2018-19 440 Millionen € eingestellt. Die Kommunen und die freigemeinnützigen Träger erhalten 135,60 € pro Kind, das in der Gemeinde wohnt. Der Beitrag ist der durchschnittliche Elternbeitrag in Hessen, und er wird ab 2020 dynamisiert. Zusätzlich werden im Doppelhaushalt 50 Millionen € zur Steigerung der Qualität zur Verfügung gestellt. Die jährliche Qualitätspauschale für Einrichtungen, die nach dem Bildungs- und Erziehungsplan arbeiten, steigt schrittweise von jetzt 100 über 175, 225 auf 300 €. Das betrifft 95% der Einrichtungen. Die Priorität Beitragsfreiheit für 6 Stunden wird von der großen Mehrheit begrüßt, weil sie dem Bedürfnis der Familien mit unteren und mittleren Einkommen entspricht. Es wurden aber auch zahlreiche Fragen gestellt. Auf einige möchte ich eingehen. Die Eltern brauchen keinen Antrag zu stellen, um vom Landesgesetz zu profitieren. Die Unterstützung des Landes erfolgt gleichermaßen für kommunale, kirchliche oder andere Träger. Die Kommunen erhalten die Pauschale pro Wohnsitzkind, also auch für die 7% der Altersgruppe, die keinen Kindergarten besuchen. Sie erhalten sie auch für Kinder, für die das Jugendamt die Elternbeiträge übernimmt. Die Eltern fragen nun, ob der Träger den Elternbeitrag für eine vielleicht benötigte 7. und 8. Stunde nun unbegrenzt erhöhen könnte. Nein, kann er nicht. Die Berechnung richtet sich nach dem Beitrag für die bisherigen Angebote der Betreuungsmodule. Wenn beispielsweise für 6 Stunden 120 € erhoben wurden, darf die 7. Stunde auch nur 20 € kosten. In den Kommunen wird häufig erörtert, ob sich nun der Aufwand lohne, etwa 30 € für 1-2 zusätzliche Stunden in Rechnung zu stellen. Vielmehr wird geprüft, ob die Zuschüsse vom Land und gegebenenfalls Spielräume im kommunalen Haushalt ausreichen,
um weitere Stunden beitragsfrei zu stellen. Das ist in sehr vielen Kommunen so. In Frankfurt am Main z.B. beträgt das sogenannte Regelentgelt Stufe 1 für eine Betreuung von 7 Stunden 118 €. Das sind 17 € pro Stunde. Die 135 € reichen also punktgenau aus, um 8 Stunden beitragsfrei zu stellen. Deshalb hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Feldmann, ausdrücklich beim Land bedankt und hat gesagt und fügte hinzu, es sind keine zusätzlichen Mittel erforderlich, um den gesamten Kindergartenbesuch beitragsfrei zu stellen. So war es zumindest in Rundschau und Neue Presse zu lesen. Ich habe mir natürlich auch die Satzung der Universitätsstadt Gießen angesehen. Sie werden das auswendig kennen. Ich musste das nachlesen. Die Elternbeiträge sind dort einkommensabhängig. Ich habe nun eine überdurchschnittliche Einkommensgruppe ausgesucht bei einem bereinigten Nettoeinkommen. Das ist Bruttoeinkommen minus Steuer, minus Sozialversicherung und auch minus Miete von 2.000 €. Also das ist dann schon ein überdurchschnittliches Einkommen. Muss für das erste Kind 124 € bezahlt werden, also auch noch unter den 135,60 €. Also auch da ist ein Spielraum vorhanden. Dort, wo der Elternbeitrag eben heute unter 135,60 € liegt, haben die Träger die Möglichkeit eben der Beitragsfreistellung für weitere Stunden, für finanzielle Anreize für die Fachkräfte oder zusätzliche Angebote der frühkindlichen Bildung. Das werden Sie diskutieren, das werden Sie entscheiden. Durch dieses Gesetz wird das Versprechen unseres Ministerpräsidenten erfüllt. Bei Neuordnung des Länderfinanzausgleiches werden die Eltern für den durchschnittlichen Besuch des Kindergartens von Beiträgen freigestellt. Eine solche familienfreundliche Regelung für alle 3 Jahre Kindergartenbesuch gibt es bislang nur in Rheinland-Pfalz, Hamburg und Berlin. Hessen kommt jetzt hinzu. Hessen ist hier vorbildlich. In Niedersachsen wird es ebenfalls diskutiert. Die Eltern profitieren schon ab dem 1. August dieses Jahres von der Neuerung, obgleich die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches erst in 2 Jahren greifen wird. Für weitergehende Forderungen haben wir durchaus Verständnis. Beitragsentlastung auch für U3-Kinder, Förderung der Leitungsfreistellung, Ausfallzeiten. Aber wir müssen eben Prioritäten setzen. Und wir wollen eben solide finanzieren. Und wir wollen eben keine neuen Schulden aufnehmen. Wir wollen die Kinder, die wir jetzt unterstützen, diesen wollen wir, wenn sie erwachsen sind, eben keine Schulden hinterlassen. Und wenn eine Familie pro Kind um 5.000 € entlastet wird, dann ist das eine Steigerung sowohl der Lebensqualität als auch der Qualität der Erziehung. Die zusätzliche Förderung der Qualität können die Einrichtungen flexibel gestalten. Da haben wir Vertrauen in die Träger. Mit der schrittweisen Verdreifachung der Pauschale werden aber auch die Anforderungen erhöht. Meine Damen und Herren, das Inkrafttreten dieses Gesetzes wird ein guter Tag für die jungen Familien in Hessen sein. Und das wird mehr und mehr auch von der Bevölkerung und allen Beteiligten so gesehen. Besten Dank. Danke, Herr Bartelt. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorteil, nach Ihnen zu reden, ist, man muss das nicht mehr hochmachen. Das ist echt gut. Herr Kollege Dr. Bartelt, mir sind 2 Zitate aus dem Wallenstein, weil ich das gerade wieder geguckt habe, eingefallen. Vor Tische las man es anders. War das eine Zitat. Ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste von Zitaten, und ich würde es gerne tun, wenn ich ganz viel Zeit hätte,
von Reden aus den vergangenen Jahren hier vorlesen, wo Sie von all dem, was Sie jetzt mit tremolierender Stimme über die Entlastung von Eltern und über die vielen zusätzlichen Ausflüge gesagt haben, kein Wort erwähnt haben, sondern gesagt haben, mehr oder weniger wörtlich, ein großartiges Subventionsprogramm für besser verdienende Eltern. So viel zu dieser Frage. Und zweites Zitat von Wallenstein: Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt euer Säumen. Wenn man natürlich da angefangen hat, wo Sie angefangen haben, dann ist es bis zu der Erkenntnis, dass Gebührenbefreiung tatsächlich etwas mit der Situation von Familien mit kleinen und mittleren Einkommen zu tun hat, ein ziemlich weiter Weg, selbst wenn man nur aus Frankfurt kommt. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe jetzt, also was mich übrigens interessieren würde, ist, was eigentlich der Frankfurter Oberbürgermeister dazu sagt. Da hatten Sie gar nichts erwähnt. Ich sage es Ihnen aber. Es ist in Frankfurt und in Gießen, und ich habe darauf hingewiesen in der ersten Lesung dieses, und ich habe bei vielen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass wir z.B. in Gießen in der Tat ein sehr, sehr auskömmliches Staffelgebührensystem haben, und schon seit Jahrzehnten. Und ich habe mehrmals an diesem Pult gesagt, dass, wenn es überall so wäre, wir die Debatten über Gebührenbefreiung ganz anders führen würden. Da habe ich aber von Ihnen auch nie etwas gehört, wenn es darum geht. Ja, meine Heimatstadt mit einer rot-schwarz-grünen Koalition, einer grünen Jugenddezernentin, hat aus dem, was jetzt geschehen wird, ach, ich vergesse, ich soll die dritte Lesung beantragen. Was jetzt geschehen wird, das Beste gemacht und Ihr System noch einmal zugunsten insbesondere von Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen verbessert. Und das hat die Stadt Frankfurt auch getan. Natürlich die Kommunen, die bisher schon niedrige Beiträge hatten, weil sie dort einen Schwerpunkt gesetzt haben, die kommen unter Umständen mit den 135,6 € pro Monat pro gemeldetem Kind hin. Das mag so sein. Das wird auch so sein. Was Sie vergessen haben, ist, dass uns seit Wochen aus den Städten und insbesondere aus den kleineren Städten und Gemeinden Protestmeldungen en gros und en Detail aus den Parlamenten, aus den Fraktionen, aus den Parteien unter Einschluss ziemlich vieler Kollegen von Ihrer Feldpostnummer erreichen, die genau darauf hinweisen, dass das eben bei Ihnen nicht der Fall ist, sondern dass die 135,6 € eben nicht auskömmlich sind und dass Sie dabei ein Drauflegeschäft machen, und zwar kein knappes und unter Außerachtlassung der nicht ganz unmaßgeblichen Frage, dass von den 310 Millionen €, die das für ein volles Jahr kostet, die Kommunen 155 Millionen € selber bezahlen müssen durch Zweckbindung im Kommunalen Finanzausgleich. Und auch das können Ihnen ziemlich viele Kommunen vorrechnen, was das für Sie bedeutet an Geld, das dann eben nicht für andere Zwecke benutzt werden kann, welche Zwecke auch immer das sein mögen. Das haben Sie vorsichtshalber nicht dazu gesagt. So, und jetzt will ich Ihnen mal. Ach so. Sie haben gesagt, fast alle Eltern werden davon profitieren. Da habe ich jetzt wieder gedacht, jetzt ist er wieder in der Welt von früher. Herr Kollege, ich weiß gar nicht, in welcher Welt wirklich. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. 35% aller Eltern, die einen U3-Platz in Anspruch nehmen, werden systematisch von der Beitragsbefreiung ausgeschlossen, obwohl dort die Beiträge am höchsten sind, obwohl dort die Anreizfunktion am größten wäre. Ausgeschlossen. Die haben wir schon einmal alle nett. Ich weiß nicht, ob das bei allen nicht mitzählt, aber was Ihr Begriff von alle ist. Ich weiß auch nicht, ob wirklich die Rede davon sein kann, dass alle die Eltern, die ihr Kind länger als bis zu 6 Stunden, zu der Frage komme ich noch, bis zu 6 Stunden betreut haben, und das sind ziemlich viele in diesem Land, ziemlich viele. Das macht in Städten wie Frankfurt, Hanau, Wiesbaden, Gießen, aber auch in vielen Fällen auf dem Flachen oder im Bergland jenseits von 80 und im Landesdurchschnitt mehr als 50% aus. Und ich habe schon mehrmals oder andere auch darauf hingewiesen, dass die durchschnittliche Betreuungszeit in diesem Land bei 7,5 liegt. Das heißt, Landesdurchschnitt müsste jeder, der sein Kind betreut hat, mindestens noch 1,5 Stunden dazu zahlen. So, und jetzt gucken wir uns das noch einmal an. Ich habe hier vor mir liegen einen Satzungsentwurf und einen Gebührensatzungsentwurf der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg.
Das sollte dort heute Abend im Sozialausschuss beraten werden. Dann hat die offensichtlich die Kollegen von den Freien Wählern dort kalte Füße gekriegt. Es muss ziemlich Protest gewesen sein, ziemlich viele Eltern da. Was ist passiert? Diese Gemeinde hatte bisher ein 6-Stunden-Modul. Das gibt es jetzt nicht mehr nach dieser Satzung. Es gibt nur noch eins von 5 Stunden, nämlich von 6.55 Uhr bis 12 Uhr. Das ist gebührenfrei, weil Sie sagen, wir haben nur bis zu 6 Stunden. Steht in Ihrer Gesetzesbegründung. Im Gesetzestext steht es anders. Wir haben Sie im Ausschuss darauf hingewiesen, dass da, ja, und das ist ein offensichtlich ein materielles Problem, weil diese Gemeinde für also eine Stunde weggenommen hat. Und jetzt muss man, um auf die Betreuungszeit 14 Uhr zu kommen, 2 Stunden dazu kaufen und dafür 135 € hinlegen. Allerdings, das gebe ich zu, inklusive 100 € für das Mittagessen, das aber vorher nicht drin war. Also 135 € mehr. Und wenn ich bis 15 Uhr bin, dann muss ich noch einmal 35 € zuzahlen und ab 2020 38. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nicht alle Eltern sind und ob jetzt 70 € oder 75 € nichts bezahlt ist. Das weiß ich alles nicht. Und mich würde interessieren, Herr Minister, ich hatte Sie das im Ausschuss gefragt. Dann haben Sie in Ihren Bart gemurmelt. Na ja, also, wenn Sie unten einen hätten, hätten Sie in den gemurmelt. Bis zu. Das wäre schön, ja, weil das eine Frage ist, die offensichtlich nicht nur bei uns eine zu Irritationen geführt hat, sondern in relativ vielen Kommunen, die derzeit solche Änderungen auf den Weg bringen. Wenn Sie sich die einmal anschauen, dann geht es ununterbrochen durcheinander, ob es jetzt bis zu 5 Stunden, bis zu 6 Stunden sind oder eben 6 Stunden. Und wenn es 6 Stunden sind, dann erklären Sie der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg, dass Sie das da hinschmeißen können, wo es sowieso hingehört, nämlich in den Mülleimer. Weil es weder mit der Realität, der Betreuungsrealität zu tun hat, noch offensichtlich mit Ihrem Gesetz. Aber das weist doch alles darauf hin, wenn ich das dann sagen darf, dass Ihr Gesetz, weil es aus der Panik geboren worden ist, deswegen kamen Sie ja so spät, weil Sie erst einmal merken mussten, dass hier eine Bewegung im Gang ist, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und deswegen kamen Sie im letzten August hoppla hopp um die Ecke mit einem Gesetzgebungsvorschlag, der dann ebenfalls hoppla hopp, weil Sie unseren heißen Atem im Nacken hatten. Ja, wir waren ja auch früher als Sie. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht, Herr Kaufmann. Außerdem haben Sie sich ja vorsichtshalber so weit hinten gesetzt, dass ich Ihnen gar nicht in den Nacken, selbst wenn ich auf den Gedanken käme, aber lassen wir das. Dass Sie so Eile hatten, einen Gesetzentwurf zu machen, dass lauter solche Dinge da drin stehen. Und ich sage jetzt noch einmal, erstens, es kann keine Rede davon sein. Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Und wir kommen auch mit leeren Händen nicht, sagt Graf Isolan dann im Wallenstein. Ja, richtig. Aber Ihre Hände sind auch nicht richtig voll. Kann keine Rede, noch einmal, es kann keine Rede davon sein, dass alle Eltern davon profitieren. Nichts dergleichen ist der Fall. Ich wiederhole, U3 gar nichts, Ü3 alles, was Ganztag beansprucht, und das ist die Lebensrealität in diesem Lande, muss zuzahlen. Und die Sicherung, die Sie eingebaut haben, die wird Ihnen noch viel Freude machen. Vielleicht, Herr Minister, erklären Sie uns einmal, weil Sie das auf die Frage des Kollegen Weiß seinerzeit auch nicht richtig erklären konnten, was eigentlich die Bezugsgröße ist. Ist die Bezugsgröße für diese Bremse, sind das die 135,60 € oder sind das die bisherigen Gebühren? Das ist nicht klar gewesen, darauf hat er keine klare Antwort gegeben. Und so, das fragen andere auch, und ich frage es erneut. Und drittens, ich wiederhole, viele Gemeinden werden bei dieser Geschichte kein Geschäft machen. Das ist in Frankfurt der Fall, richtig. Das ist auch in Gießen der Fall, richtig, und wird dort auch zweckentsprechend angewendet. Das Geld, was dadurch frei wird, wird in beiden Städten, wie sich das auch gehört, zu weiteren Verbesserungen eingesetzt. Das ist zu loben. Aber es ist nicht Ihr Verdienst, sondern es ist das Verdienst der Leute, die dort dafür gesorgt haben, z.B. Rot-Grün in Gießen über viele Jahrzehnte, dass die Gebühren so niedrig waren, dass dabei ein Geschäft zu machen ist. Und schließlich und endlich, es werden eine Menge Leute die Zeche zu bezahlen haben, und es werden nicht zuletzt die Kommunen sein, die sowieso mit 155 Millionen € bei der Chance mit dabei sind.
Bereiten Sie sich in Gedanken auf eine zweite Runde vor. Das Wort hat Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von CDU und GRÜNEN! Ihr Gesetzentwurf, den Sie hier vorgelegt haben, ist alles andere als gut. Und den Gesetzentwurf, wie Sie ihn öffentlich begleiten, das ist sogar extrem ärgerlich, weil Sie den Menschen etwas vormachen in unserem Land. Sie machen ihnen etwas vor. Sie machen ihnen etwas vor, und zwar vorsätzlich. Vorsätzlich. Sie wissen ganz genau, das dritte Kindergartenjahr war beitragsfrei. Trotzdem erzählen Sie den Leuten, Sie würden jetzt drei Kindergartenjahre beitragsfrei stellen. Sie wissen, das dritte Kindergartenjahr war 5 Stunden beitragsfrei. Jetzt kommen die 6. Stunde obendrauf. Sie erzählen den Leuten nicht, wie es wirklich ist. Und wenn ich jetzt bei 180.000 Kindern in Kitas von den 15 %, die 5-Stunden-Regelung haben, die ja natürlich nach jetzigem Anreizsystem aus dem KiföG ja die Betreuungszeit ist, die die Kommunen anwenden. 5 Stunden. Ihr Gesetzentwurf geht auch noch an der Struktur des KiföGs vorbei. 5 Stunden, 15 %. Das heißt, 27.000 Kinder, nicht 180.000 Kinder, 27.000 Kinder werden beitragsfrei gestellt. Nicht mehr und nicht weniger in unserem Land. Alle anderen werden auch weiter bezahlen. Mehr oder weniger. Das ist nicht die Wahrheit, was Sie sagen. Und das ist reiner Wahlkampf und Populismus, was Sie hier vortragen. Und es wird Ihnen ja nicht mal was nutzen. Das ist ja das Ärgerliche. Das ist die klassische Angela Merkel-Strategie. Asymmetrische Demobilisierung. Was heißt das? Das heißt, Sie nehmen die Idee der SPD, machen sie selbst und glauben, dann wählt keiner mehr SPD. Warum und wieso, was das kostet und ob es sinnvoll ist, das ist völlig egal. Es geht Ihnen nur darum, den 28. Oktober dieses Jahres zu überstehen. Das ist der einzige Hintergrund Ihrer Sinneswandlung. Also gehen Sie doch einmal ehrlich hierher und sagen Sie, wir versuchen jetzt einmal mit 310 Millionen € uns Wählerstimmen zu kaufen, damit wir im Amt bleiben. Weil das wird ziemlich eng, glaube ich. Ja, das ist so. Das ist Wahlkampf. Und Sie nutzen das. Ja, wir waren doch alle hier, wie Sie, Herr Grüttner, oder andere Vertreter hier vorne, die Gesetzentwürfe von Linkspartei und SPD, die im Endeffekt inhaltlich das Gleiche wollen wie Sie, haben Sie doch hier verdammt. Sie haben doch diese Gesetzentwürfe hier verdammt. Und dann seien Sie doch so aufrecht und sagen Sie, ja, eigentlich halten wir es nicht für richtig. Aber wir machen es trotzdem, weil wir glauben, wir werden dadurch die Wahl gewinnen. Dann seien Sie doch einmal so ehrlich, kommen Sie hierher und sagen Sie einmal einen geraden Satz. Ja, das wäre schön. Das wäre schön von Ihnen, wenn Sie das machen würden. Und das Interessante in Ihrem Gesetzentwurf, und das ist ja das, was mich so wütend macht, darum sage ich das jetzt auch so, von diesen 310 Millionen €, die Sie ausgeben, kommt den Kindern in unserem Land kein Cent zugute, keine Erzieherstunde mehr, keine Öffnungsminute mehr, kein Spielzeug, kein Buch, nichts, 310 Millionen €, das keinem Kind in unserem Land zugutekommt. Und das ist Ihre Politik. Und weil Sie wissen, dass die Kritik kommt, haben Sie auf 3 Jahre gesplittet noch einmal 80 oder 90 Millionen € ins Schaufenster gestellt. Sie weigern sich aber, sicherzustellen, dass dieses Geld per Gesetz als Qualität tatsächlich in der Kita ankommt. Was ist denn die Realität? Was ist die Realität? Jede Kommune, jeder Träger kann sagen, na ja, ich mache doch schon Fortbildung, ich mache doch schon so viel für die Qualität, ich verrechne das einfach mit meinen bisherigen Ausgaben, wenn er das will. Und Sie kontrollieren es nicht, Sie prüfen es nicht nach, und das machen Träger. Wenn Sie draußen wären in den Kitas und würden mit den Trägern reden, dann würden die sagen, ach was, 100 € Qualitätspauschalen, ach, ja, wäre ja schön, wenn wir entscheiden könnten in der Kita, was wir damit machen würden. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie dieses Geld
sozusagen Beiträge für die Kommunen zur Verfügung stellen zur Subsidiierung ihrer bisherigen Ausgaben, weil diese Ausgaben für die Kommunen sehr hoch sind. Und darum ist das keine wirkliche Qualitätsverbesserung, weil sie weder Vorbereitungszeit noch Freistellung noch Gruppengröße noch Betreueranzahl irgendetwas sicherstellen und auch nicht sicherstellen, dass die Qualitätspauschale zusätzlich in der Kita ausgegeben wird. Auch da tun sie nichts für die Qualität. Und eigentlich könnte man es jetzt fast dabei belassen. Aber das geht nicht, weil Sie wirklich überlegen müssen, wie Sie weiter mit diesem sehr, sehr wichtigen Thema umgehen. Und dann möchte ich Ihnen noch einmal in Ihr Stammbuch schreiben. Die Situation, und das ergeben alle wissenschaftlichen Studien, die Sie sicherlich kennen oder zumindest Ihre Fachabteilung. Wir wissen genau, 20% unserer Kinder sind Migranten. Wir wissen eine dreifach so hohe Häufigkeit, dass Migrantenkinder in Einrichtungen gehen mit über 50% Migrantenanteil. Das wissen wir. Wir wissen, dass parallele Bildungswege entstehen. Wir wissen, dass die ganzen Kinder, die wir heute schon einkalkuliert haben, dass sie in 12 Jahren Fachkräfte werden, dass sie vielleicht in unserem Bildungssystem nie eine Chance kriegen. Nie eine Chance kriegen. Weil sie nicht bereit sind, das Geld, das sie mobilisieren, tatsächlich für die Kinder auszugeben. Und das ist extrem schade. Sie kennen doch die Evaluation der qualifizierten Schulvorbereitung. Sie kennen alle Berichte, die sagen, dass die Investitionen in die Qualität von Kindertagesstätten genau den schwächsten Kindern zugutekommen. Das wissen Sie doch ganz genau. Und wenn Sie sich hier hinstellen und ohne Weiteres die Qualität nicht in den Fokus nehmen und weiter so agieren, dann versündigen Sie sich an der Zukunft in unserem Land. Wir können über den Weg streiten, wir können auch über die Menge des Geldes streiten, aber Sie müssen doch endlich akzeptieren, dass hier eine wichtige Aufgabe ist. Und wenn ich mir das Kinderförderungsgesetz anschaue, die Evaluation des Kinderförderungsberichts, diese Sitzung, die wir da irgendwo in dem Hotel oder was weiß ich, Staatskanzlei, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo Sie, Herr Minister, gesagt haben, Sie haben mit Absicht die vierte Stufe nicht mit Geld hinterlegt, weil Sie nicht wollen, dass Kinder so lange in Betreuungseinrichtungen sind. Das wollen Sie politisch nicht. Sie versündigen sich aber an der Realität, an den Bedürfnissen der Familie, und Sie versündigen sich damit auch daran, dass Kommunen Qualität für diese Plätze zur Verfügung stellen. Weil das Wachstum dieser Plätze ist doch da. Es sind trotzdem 35% der Kinder, die so lange in die Einrichtung gehen. Und indem Sie den Kommunen das Geld nicht geben und verweigern, weil Sie es ideologisch nicht wollen, steht auch weniger Geld für Qualität zur Verfügung. Natürlich stimmt das. Darum überlegen Sie noch einmal wirklich gut, gehen Sie in sich und beenden Sie die Verweigerungshaltung bei der Frage, was ist uns ein Kind wert in diesem Land? Was ist uns die Zukunft eines Kindes in diesem Land wert? Alles, auf den Zwischenruf habe ich gewartet. Es gibt kein Land in Deutschland, kein Bundesland in Deutschland, das pro Kopf so wenig für die frühkindliche Ausbildung ausgibt wie Hessen. Gute 70 € pro Kopf, das ist weniger oder das ist knapp die Hälfte dessen, das durchschnittliche Bundesland ausgibt für frühkindliche Bildung. Sie sind absolutes Schlusslicht, und das können Sie nicht bei mir, aber im Statistischen Bundesamt nachlesen, in deren Veröffentlichung. Da steht pro Kopf drin, was wir als Land als absolutes Schlusslicht in ganz Deutschland für die Kinder ausgeben. Und da kann ich nur sagen, schämen Sie sich. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abgeordnete Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich ja echt gefreut, als ich als Erstes die Nachricht wahrgenommen habe, dass die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN jetzt erkannt haben, dass man die Elternbeiträge abschaffen muss. Da habe ich gedacht, es hat endlich einmal gefruchtet. Man kann hier etwas einbringen, man kann es sinnvoll begründen. Sie haben Ihre eigenen Argumente, die Sie hatten, über Bord geworfen. Sie haben ja hier lang und breit und immer wieder dargestellt,
was das für verschwendetes Geld sei, weil man immer nur Reiche fördert und weil es niemandem etwas bringt. Jetzt stellt sich Herr Dr. Bartel hier heute hin und sagt, da sparen Familien mit einem Kind 5.000 €. Herr Dr. Bartel, nicht einmal diese Zahl stimmt. Ich weiß gar nicht, wie Sie die ausgerechnet haben. Wenn ich von 136 € ausgehe und das mit 24 multipliziere, komme ich auf 3.264 und da habe ich noch 40 Cent. Und dann habe ich noch 40 Cent draufgegeben. Also ich verstehe hier überhaupt Ihre ganze Argumentation nicht. Ja, drei Jahre ist doch überhaupt nicht wahr. Wir haben doch schon ein Jahr frei. Also tun Sie doch nicht so, als ob Sie den Eltern etwas geben würden, was die Eltern jetzt schon längst hätten. Ich schenke Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten einen Ball, und nächstes Jahr erzähle ich Ihnen, ich schenke Ihnen zwei. Das ist doch Quatsch, was Sie da machen. Das ist doch längst gebührenfrei. Also können Sie das doch nicht noch einmal obendrauf rechnen. Also das ist doch wirklich unfassbar, was Sie da veranstalten. Und ja, aber das, also wir haben ein gebührenfreies drittes Jahr, oder nicht? So, und das hat man doch schon lange gespart. Da können Sie doch nicht erzählen, dass die Eltern jetzt zusätzlich Geld sparen. Das zahlen die seit vielen Jahren nicht. Das ist doch nicht das, was Sie den Eltern jetzt gerade ermöglichen. Das ist doch vollkommener Unsinn, meine was Sie Damen da erzählen. Und Herren. Okay. Sie haben hier immer gesagt, Sie wollen diese Förderung der Eltern in der Form nicht, sondern Sie wollen stattdessen in Qualität investieren. Ich habe immer wieder gesagt, wir wollen die Beitragsbefreiung, aber wenn Sie in Qualität investieren, wäre das für uns auch in Ordnung. Jetzt tun Sie beides nicht wirklich. Sie machen jedes ein bisschen halbherzig. Sie geben auf der einen Seite den Eltern hier ein Stück weit eine Freiheit für diese zwei Jahre und diese sechs Stunden und eben nicht so, wie Sie tun, eine völlige Befreiung. Nein, wir reden jetzt von neuerdings zwei Jahren und nicht drei, weil die drei haben wir schon längst. Also stecken Sie sich doch nicht Federn an den Hut, die nicht Ihre sind. Es sind zwei Jahre und es sind sechs Stunden und keine volle Befreiung. Und genau das geben Sie den Eltern jetzt an dieser Stelle. Und an anderer Stelle bleiben die Beiträge erhalten. Das heißt, die Eltern werden nach wie vor zur Kasse gebeten. Die Kommunen müssen nach wie vor abrechnen. Die Kommunen müssen nach wie vor ermitteln, ob jemand bezahlt oder nicht bezahlt, Gelder beitreiben. Der Verwaltungsaufwand bleibt genau der gleiche wie vorher. Da wird nichts besser für Kommunen und Eltern an der Stelle. Und Sie erzählen hier etwas von Qualität, was einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und an keiner Stelle überprüfbar ist, ob das wirklich Qualität ergibt am Ende oder, wie Herr Rock gerade beschrieben hat, nämlich nur in das reinfließt, was ohnehin schon da ist und damit dann einfach verrechnet wird bei den Kosten, die entstanden sind. Das ist doch keine Qualitätssicherung, was Sie hier betreiben. Das ist doch ein doppeltes Mogelpaket. Und Sie lassen sich es auch noch gleich von den Kommunen am Ende wieder finanzieren. Das heißt, Sie machen hier nichts anderes als zweimal ganz geschickt, nämlich einmal, als Sie es eingetütet haben, kurz vor der Bundestagswahl, Wahlkampf, und jetzt ganz geschickt, kurz vor der Landtagswahl, wieder Wahlkampf. Nichts anderes ist das, was Sie hier machen. Nichts anderes. Und es bringt keine Qualitätsvorteile, es bringt keine wirkliche Verbesserung und Entlastung für die Familien, es bringt keine bessere Situation in den Kitas. Meine Damen und Herren, bitte, Frau Kollegin, einen Augenblick bitte. Bitte weiter. Und davon, dass Sie dazwischen schreien, wird es auch nicht besser. Es zeigt nur, dass Ihr Politikstil hundsmiserabel ist, und zwar hier drinnen im Haus wieder draußen, weil Sie sich selber und den Kommunen und den Eltern in die Tasche lügen. Und das verteidigen Sie dann hier durch Zwischengebrüll, weil Sie nicht ertragen können, wenn man Ihnen sagt, dass das, was Sie machen, ein ziemlicher Unfug ist. Es wäre schön gewesen, Sie hätten sich dazu durchgerungen, tatsächlich Qualitätsverbesserungen einzutüten. Da gibt es eine Menge sinnvoller Vorschläge, die man umsetzen könnte, die auch Sie hätten umsetzen können. Und ja, die hätten Geld gekostet und die hätten Anstrengungen gekostet. Das haben Sie gescheut an der Stelle. Es gibt eine Menge sinnvoller Wege, wie man die Kommunen und die Eltern finanziell entlastet, ohne ein solches Wirrwarr zu erzeugen, wie Sie es erzeugt haben. Denn das, was Sie da gemacht haben, übt Druck auf die Kommunen aus, mitmachen zu müssen, ob sie sich leisten können oder nicht. Es nimmt den Kommunen wirtschaftlich Möglichkeiten, weil sie nämlich zum großen Teil draufzahlen. Und es
bringt den Eltern relativ wenig, weil es nicht nachvollziehbar ist, warum ich in der einen Phase, wenn ich mein Kind betreuen lasse, bezahlen muss, und zwar richtig viel, in der anderen Phase, wenn ich mein Kind mehr als die 6 Stunden betreuen lassen muss, wieder bezahlen muss. Und wenn ich dann in die Situation komme, ein Grundschulkind haben, ein noch größeres Wirrwarr zu haben, denn allenthalben werden Hortplätze abgebaut. Das ist das Ergebnis Ihrer Kita-Politik der letzten Jahre. Und es gibt dieses Sammelsurium vom Pakt für den Nachmittag, der den Eltern auch keine Erleichterung und keine Verbesserung bringt. Auch das wäre Ihre Aufgabe, das vernünftig zu regeln. Alles das haben Sie nicht angefasst. Stattdessen haben Sie diesen Murks veranstaltet, den Sie hier jetzt machen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so eine Politik machen kann. Aber Sie auf diese miserable Politik werde ich im ganzen Leben nicht neidisch sein. Darauf können Sie sich verlassen. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gehört es Ihr Stift, Frau Kollegin? Es ist blau. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 21.21 Uhr, und tatsächlich kommen wir in zweiter Lesung zu einem Gesetz, das etwas fortschreibt, was vor 10 Jahren eine Errungenschaft war, nämlich dass die Kindergärten in Hessen im dritten Kindergartenjahr weitestgehend beitragsfrei waren, nämlich bis zu 5 Stunden. Und dieses, nach weiteren 10 Jahren geht das Land Hessen einen weiteren bedeutenden Schritt, nämlich das erste und zweite Kindergartenjahr wird ebenso weitestgehend beitragsfrei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird ein historischer Schritt in diesem Zusammenhang und ein guter Schritt für viele Eltern. Und wenn ich diese Debatten höre von SPD, na, SPD ging so, das hat eher was Einschläfendes, aber von der Linkspartei oder FDP, habe ich eher den Eindruck gehabt, Herr Kollege Rock, wir reden hier davon, dass wir 400 Millionen € kürzen. Wir sollten uns schämen. Ich habe den Eindruck, wir müssen hier irgendwie, wir haben den Haushalt zusammen gestrichen. Wir haben den Haushalt in Trümmern gelegt und den armen Kindergärten etwas weggenommen. Ich habe den Eindruck, wir stehen hier einen falschen Film. Nach über 10 Jahren haben wir das erste und zweite Kindergartenjahr weitestgehend beitragsfrei gestellt, anstatt 5 Stunden, 6 Stunden, anstatt 100 Euro, 136 Euro. Das ist auch eine Verbesserung. In welchem Film haben Sie denn eigentlich gelebt bisher? So. Und, es ist spät, und ich glaube, wir haben ja auch noch eine dritte Lesung. Und Herr Merz hat ja schon angedroht, noch zu zweiten Schäferstündchen noch einmal eine Runde zu reden. Deswegen halte ich mich hier heute jetzt kurz. Es ist in der Tat so, dass wir den Dreiklang fortführen werden. Wir haben immer gesagt, wir haben den Dreiklang von Qualitätsverbesserung, Ausbau der Plätze. Denn nur ein guter Platz kann überhaupt gut werden, wenn es ihn gibt. Deswegen ist das eine Herausforderung, dass wir weiter die Plätze gerade im Ganztagsbereich ausbauen, auch im U3-Bereich. Das bleibt eine Herausforderung. Dafür stehen weitere 86 Millionen € zur Verfügung. Und es ist auch klar, das hat der KiföG-Evaluationsbericht gezeigt, dass die Qualität weiter diskutiert und ausgebaut werden muss. Und dazu kam klar heraus, dass die Qualitätspauschale, so wie sie jetzt finanziert wird, von den Trägern in der vielfältigsten Art und Weise benutzt wird, nämlich so, wie sie es vor Ort tatsächlich benötigen. Und deswegen haben wir aus dieser Situation heraus eine Tugend gemacht und verdreifachen in der Endausbaustufe auf 50 Millionen € die Qualitätspauschale. Damit werden den Kitas weitestgehende Möglichkeiten gegeben, die einzusetzen, ob sie Sprachkurse, Fachkräfte oder Material oder anderes machen. Das ist der Weg zu einer selbstständigen Kita. Das ist ein kluger Weg. Die Qualität in Hessen wird deutlich verbessert. 50 Millionen € ist ein sehr, sehr guter Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses Gesetz wird viele Eltern massiv entlasten, bis zu 5.000 € für die 3 Kindergartenjahre. Dieses Gesetz wird mehr Qualität schaffen und wird dafür sorgen, dass weiter ausgebaut wird, dass alle Eltern, die dies wünschen, auch tatsächlich einen Platz finden. Das ist ein guter Tag für Hessen, und es wird ein großartiger Tag für Eltern und ihre Kinder sein. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Herr Feldmann, SPD,
hat erklärt, dass ab August alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei sind. Er hat es damit begründet, dass für die Stadt Frankfurt keine neuen Kosten zukommen, weil die Pauschalen des Landes Hessen noch nicht einmal abgerufen, sondern mehr als auskömmlich sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und an keiner Stelle habe ich heute gehört, dass die Qualität in Frankfurter Kindertagesstätten schlecht sei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ich allerdings gehört habe, und das muss ich sagen, ist ein Punkt, der mich trifft. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wenn ein Abgeordneter des Hessischen Landtages hier erklärt, dass man sich für eine Elternentlastung zu schämen habe und diese Entlastung keinem Kind zugutekomme, der hat ein vollkommen falsches Verständnis von der Erziehungsverantwortung von Eltern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine grundfalsche, weil jeden Euro, den eine Familie spart, kann sie in ihr Kind investieren. Und die Investition in ein Kind muss in allererster Linie von der Familie kommen und nicht vom Staat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer so versucht, einen Gesetzentwurf, den wir morgen noch einmal im Detail auseinandernehmen werden, zu begründen, hat keinerlei Ahnung, was Familien in diesem Lande brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja? Und deswegen begrüßt die Landesregierung den von den Regierungsfraktionen vorgelegten Gesetzentwurf, weil er erstens wichtige Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung vornimmt, im Gegensatz zur Opposition, dazu gehört auch die FDP, ein verantwortungsvolles und schriftweises Vorgehen hat, Anregungen aus den parlamentarischen Anhörungen aufgenommen hat, die Dynamisierung gemacht hat, den Kommunen ein gutes Angebot für Beitragsfreistellung unterbreitet. Im Übrigen sehr dankbar bin ich dem Präsidenten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, der gesagt hat, die hessischen Städte und Gemeinden werden einen entsprechenden Antrag auf Landesförderung stellen. Wir haben eine Zusage eingelöst. Wir halten an unserer Priorität der schrittweisen Beitragsfreistellung fest. Träger und Kommunen im Übrigen sind verantwortlich für Qualität. Und wir als Land helfen Ihnen massiv mit mehr als 1,5 Milliarden € im Doppelhaushalt 2018-19. Es geht nicht alleine um Beitragsfreistellung. Es geht um eine massive Erhöhung auch der Pauschalen für die Qualität in unseren Kindertagesstätten, meine Damen und Herren. Und deswegen bleibt der Dreiklang, den wir uns vorgenommen haben, Ausbau von Plätzen, Steigerung der Qualität, runter mit den Beitragen, ein Ziel, das diese Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen erfüllt, meine Damen und Herren. Dann will ich noch einen Punkt sagen. Ich habe in der Ausschusssitzung Herrn Merz gesagt, er bekommt im Plenum eine Erklärung, was die Fragestellung der 6 Stunden anbelangt. Er hat jetzt das Beispiel aus Ginsheim-Gustavsburg genannt. Beide Regelungen sind von den Regierungsfraktionen mit Bedacht gewählt worden. Ziel ist es einerseits, den Regeltatbestand und damit die Voraussetzung der Landesförderung, also eine 6-stündige Beitragsfreistellung, festzulegen und andererseits mithilfe der Begründung eine Auslegung zu ermöglichen, die in abweichenden Fällen die kommunale Satzungshoheit achtet und nicht in die Gestaltung der Angebotsstruktur eingreift. Genau das erfüllt dieser Gesetzentwurf. Deswegen sage ich Ihnen, wenn die Stadt Ginsheim-Gustavsburg eine 5-stündige Satzung macht und anschließend mehr Geld verlangt, kann sie das nicht machen, weil sie die 6. Stunde beitragsfrei stellen muss. Weil das sagt der Gesetzentwurf. Und für die 7. und für die 8. Stunde gibt es eine entsprechende Regelung, die die Beiträge, die von den Eltern erhoben werden müssen, begrenzt. Und wenn Sie den Gesetzentwurf lesen würden, nicht nur unter der Brille der Opposition, sondern unter dem Gesichtspunkt eines normalen Menschen, der einen Gesetzentwurf liest, dann werden Sie feststellen, dass die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf sehr zufrieden ist,
weil die Regierungsfraktionen an dieser Stelle sehr deutlich die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf sehr zufrieden ist, weil die Regierungsfraktionen einem Auswuchs der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten Einhalt geboten hat, letztendlich auf Kosten der Eltern nicht die Beitragsfreistellung zu machen, sondern eher mehr Gebühren zu erlangen. Insofern ist das ein guter Gesetzentwurf, der von der Landesregierung vollumfänglich unterstützt wird. Ja, keine Wortmeldung mehr. Gut. Haben Sie dritte Lesung gehört? Nein. Ja. Ja? Sie haben das beantragt. Meine Damen und Herren, demgemäß erkläre ich die zweite Lesung für erfolgt und wir überweisen zur Vorbereitung der dritten Lesung in den zuständigen Ausschuss. Keine Gegenstimmen, somit beschlossen. Ganz normales Überweisungsverfahren. Nein, ich verstehe gar nicht.